Hallo YouTube, moin und willkommen zurück zu einer neuen Folge Merlot. Oh, hier sind noch Lichter. Ja, wie ihr seht, unser Kontostand ist ein bisschen höher geworden. Ich habe den Soja gestern noch verkauft. Ich habe unser Feld ist fertig gepflügt und ich habe noch ein, zwei Aufträge gemacht, dass wir ein bisschen flüssiger sind. Weil ich wollte den Drescher verkaufen. Den nehmen wir jetzt mal mit und das Mais lasse ich erstmal noch hier liegen. Erstmal das andere mit. Dann wollte ich sehen, dass wir ein bisschen aufrüsten. Ist zwar ein schöner Drescher, aber wir brauchen langsam mal ein bisschen mehr Arbeitsbreite. 3 Meter sind dann doch schon ziemlich schmal. Und ein bisschen mehr Korninhalt, Korntankinhalt. Wir gucken mal, was wir uns leisten können. Und dann schmieden wir mal einen Plan, weil wir auch schon wieder ernten können. Wir sind ja auch schon wieder beim neuen Tag. Wir gucken mal. Erstmal fahren wir das jetzt verkaufen. Und dann schauen wir mal, was wir uns da erlauben können danach. Gucken, was sonst gibt hier. Reparieren. So, 82.000. Und fürs Schneidwerk. Was? Dann verkaufen wir das so. Hätte zwar bestimmt mehr gegeben, aber so. Wir haben 179. Da passen 3.000 Liter, da passen 8.000 Liter. Was haben wir hier noch? 8.000 Liter. Auch 8.000 Liter. Da sind wir ja. Weiß nicht, wie viel hier jetzt reinpassen. Weil 14.200 werden da mit Sicherheit nicht reingehen. Wenn wir sowas nehmen. Da sind wir auch bei 8.000 und hätten aber noch ein bisschen.
Was hätten wir denn für Schneidwerke da? Der New Holland hätte 4 Meter. Das ist das vom Dominator, das sind 5 Meter. Der Deutz hatte 3,80 Meter. 6 Meter, 6,70 Meter. 4 Meter noch was, aber das ist. Also ich denke mal. Ja. Also ein Schlappschneidwerk. B540 T6. Wir nehmen den. Jetzt 22,66. Sechs Meter eins. Das auch schaffen, oder? Was? 46. 42. 9 Meter sind zu viel. Wir nehmen das. Okay, dann müssen wir noch bisschen was wieder dazu nehmen. Ganze nochmal. So. So schaffen wir ein bisschen mehr. Oh, vorbeigelaufen. So. Ha, schönes gutes Stück. Ach, schon mal ein bisschen größer. Und ein bisschen mehr im Tank, das ist eigentlich das Wichtigste. So, können wir den Guten auch gleich austesten. Funzeln an. Mal verschütten gefahren. Oh, hängt. Ein bisschen die Augen aufmachen soll ab und zu mal helfen, habe ich gehört.
Das habe ich mal gehört. So. Dann die auch erstmal schon wieder aus. Dann machen wir den Klappmann. Zu einem Rohr ja eigentlich passen, denke ich mal. Auch mal auf. Und da hätten wir sogar das 7 Meter nehmen können, glaube ich. Ja. Na, ist ja nicht ganz so tragisch. Wenn man damit klarkommt. Das sieht auch sehr gut aus. So, dann lassen wir mal hier seine Runden drehen schon mal. Das machen wir gleich. Den Flug lassen wir da mal stehen. Dann haben wir das, dann kann der nämlich. Darf der heute mal ansehen. Das müsste reichen. So. Dann gucken wir mal, was wir da machen wir da dann mal drauf. Wollen wir mal eben gucken hier. Wir machen noch einmal so, ja, dass wir ein bisschen sehen, dass wir von unserem Kredit langsam wegkommen. Können wir beim nächsten Mal noch mal sehen, dass wir noch mal ein, zwei Aufträge fahren. Würde ich sagen. Falsch rum, was ist nicht so schön. So. Kein Zielwasser gehabt, glaube ich. So, komm schon. Ausklappen. Lassen wir den mal hier seine Runden drehen. Wir gucken mal, was gibt es denn noch für schöne Aufträge? Rüben ernten. Aber viele sind es nicht. Feld 12 düngen. Das wäre doch direkt gegenüber. Das wäre doch schon mal. Das nehmen wir doch schon mal mit. Wird das ganze Ding sein, aber erstmal bevor wir düngen fahren. Da können wir die Kühe auch mal durchwischen. Würde ich mal eben gucken, ob das jetzt im Schweinestall besser geht. Die Originalschaufel da besser für alle. Also bei den Kühen war ja gar kein Problem. Dürfte jetzt auch kein Problem sein.
Aber die kleinen Kanten, die sind da irgendwie steil drin. Jetzt bin ich bei den Schweinchen mal gespannt, ob das wirklich an der größeren Schaufel liegt oder die nicht original ist. Wir probieren das mal. Wir fahren auch dieses Mal von dieser Seite rein. Beim letzten Mal sind wir ja von der anderen Seite rein. Mann, ist das hell da drin. Viel mehr nimmt die auch nicht mit jetzt, oder? Und die hängt auch fest. Das ist natürlich schön. Setzen wir die mal eben zurück, weil sonst kriegen wir die da eh nicht wieder raus. Und dann gehen wir mal eben damit ran. Ob das zu tief ist da drunter, weiß es nicht. Einen Grund muss es ja haben. Da auch so nicht ran. Tja, müssen wir dann mal gucken, was das ist. Oder ob das Gelände darunter nicht passt. Ansonsten verkaufen wir den Schweinestall nochmal und dann bauen wir einen anderen dafür. Aber erstmal schnappen wir uns jetzt den Düngerstreuer. Und dann gibt es einen Auftrag erstmal. Da müssen wir den auch erstmal sauber machen. Machen wir den nochmal voll. Ich da bald mit der Schaufel hinfahren, weil das kieselt da jetzt alles munter raus. So, mein Lieben. Dann wollen wir da mal eben hin. Feld 12. Von der Straßenseite aus, okay. Dann lass mal düngen.
einen Schluck trinken und dann. Zu, dass wir den hier fertig kriegen. Und das wäre, glaube ich, auch nochmal so ein Feld von der Größe her, wo ich sagen würde, das wäre auch noch was für uns. Also entweder, ich hatte ja gesagt, entweder die 12 oder die 13 würde ich gerne. Irgendwann mal unser nennen wollen. Lumpen drin. So, ja gut, meine Lieben. Während ich das hier fertig mache, bedanke ich mich aber auf jeden Fall schon mal bei euch fürs Zusehen. Wenn das Video euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Und wenn ihr mehr sehen wollt, gerne ein Abo dalassen, wenn ihr mögt. Wenn ihr nichts verpassen wollt, die Glocke nicht vergessen. Und dann sehen wir uns, wenn ihr es nicht vergessen habt, zur nächsten Folge. Und bis dahin sage ich, macht's gut, bye bye.